Okay, Leute, wir gucken jetzt das nächste Video. Und zwar gab es noch ein Video, wo ich mitgewirkt habe, kurz bevor ich umgezogen bin. Und das ist gar nicht so lange her. Das war vor 3 Wochen. Dieses Video wurde hochgeladen von Dylan. Das heißt, iBladi und meine Beziehung, Fanfiction-Feed, iBladi. Und das ist das erste Mal, dass ich in einem Fanfiction-Video mit am Start bin, wo wir auch die Fanfiction so ein bisschen nachspielen. Wirklich, dieses Video ist so funny. Dieses Video ist so lustig. Ja, wir gucken einfach mal rein. Let's go. Freunde! Fanfictions. Dylan? Kann man dir irgendwie helfen oder so? Ihr wisst. Ja, das Video wäre eigentlich eine Woche vorher rausgekommen, aber er hat einfach diese Animation am Anfang selber gemacht und das hat ewig gedauert. Es hat einfach länger gedauert als das ganze Video selbst. Ich hänge der Vergangenheit fest, ich kann mich davon nicht lösen und deswegen werden wir jetzt Fanfictions lesen. Ja, Mann. Der Anfang einer engen Bildung, Bildung. Der Anfang einer engen Bindung. Das ist unsere erste gemeinsame Fanfiction. 21. Die wir damals mal kurz angefangen hatten zu lesen, aber dann halt abgebrochen hatten. Vor Cringe. Vor Cringe, wirklich. Also die ist ganz interessant. Und vor kurzem hat mich einer von euch auf Instagram angeschrieben und meinte so, yo, kennst du diese Fanfiction von dir und Vic? Und da hast du so Vietnam-Flashback. Und da hatte ich so... Doch bevor es jetzt mit der Fanfiction losgeht, Sponsor-Segment! Ich hab's wieder... Pass auf, ich übersetze kurz. Oh, geile Kopfhörer, man kann Bluetooth, gute Qualität. Weiter geht's. Fanfiction heißt der Anfang einer engen Bindung. Vic X Dylan in Klammern Cutter. Vor allem damals hatte ich damals schon einen YouTube-Kanal? Das kann ich nicht beantworten, aber ich möchte gerne was zu diesem Bild sagen. Ja, wunderschön gecroppt auch. Du siehst halt wie 14 oder so. Ja. Er sieht wirklich so aus. Dylan sieht da aus wie so ein kleiner Junge oder so. 12. Kapitel 1. POV Dylan. Mann, das wird mir alles zu viel, murmel ich vor mich hin, während ich auf Jobseiten rumscrolle. Es gibt ja wirklich nichts Gescheites, was ich machen möchte. Wirklich gar nichts. Weil ich generell nie was machen möchte. Vor Monaten habe ich eine Klinik am Südring-Folge gedreht. Und selbst da habe ich kaum... Das ist übrigens true. Also Dylan hat bei Klinik am Südring mitgespielt. Ich glaube, da haben wir auch mal drauf reagiert. Und ich glaube, neulich sogar bei Barbara Salisch, unironisch. Also der hat einfach so einen Villain bei Barbara Salisch gespielt. Geld bekommen. Naja. Warum weiß die Person das? Ne? Ist das einfach so ein Ding, das man weiß Stalker bei RTL? Das ist ein Stalker. Ja. Digga. Das sind diese Kinder, die immer vor deiner Tür sind. Wo rennen wir denn noch hin? Noch links, noch rechts. Ah, chillig, danke, Jungs. Bei den kleinen Privatbesuch, für den kleinen Privatbesuch bei mir. Boah, das ist so unangenehm, ne? Wie kann man zu einem YouTuber hingehen und klingeln und dann auch noch warten? Hin, noch links, noch rechts. Nein, wir rennen doch nicht, hä? Wir sind doch Fans. Nein, erinnere mich nicht dran. Naja, dafür war ich halbnackt und konnte meinen Körper den Ladies präsentieren. Ja, das ist die Hauptsache. Die GIF von dem legendären Donkey Kong Video. Yeah. So war ich in dieser Klinik am Südring-Folge. Zeig's jetzt mal ihrem Rücken, ist alles gut? Ist so. Ich schüttel meinen Kopf und suche weiter, als plötzlich eine Benachrichtigung am Handy aufploppt. Eine Twitter-Benachrichtigung von Vic? Meinen DMs. Oh mein Gott. Ich drücke drauf und lese es mir ganz entspannt mit einer Hand an meinem Bein durch. Warum überhaupt am Sack? Also, ich habe so viele Fragen. Warum sollte ich dich privat anschreiben, wenn ich dich doch nicht kenne? Ja. Warum sollte ich einfach irgendwelche Randoms fragen? Hey, ja, ich glaube, das läuft ein bisschen anders. Also, liebe Peachy Miko, wenn du hier bist, man schreibt... Oh, Peachy Miko ist wirklich hier crazy. Man schreibt nicht, wenn man eine Cutter sucht, einfach irgendwelche Randoms an und sagt, du wirst jetzt mein Cutter. Als ob du jetzt das Video anschaust wie die Fanficker. Ey, Digga, das Video ist so witzig, ne? Schreib mir Fanfictions, dankeschön. Ich stell dich auch ein. Mein Cutter werden, wo ich nicht mal weiß, was er oder sie drauf hat. So. Ja, legit. Das ergibt gar keinen Sinn. Du hast mich bestimmt auch schon bei der Klinik am Südring-Folge gesehen. Dachte, der sieht aus wie ein Cutter. Ja, das ist so ein... der sieht aus wie so ein... Ja, also actually mit der Kamera. Kamera getragen habe in dieser Folge. Safe. Yo, Freunde, hier ist euer Blani. Ich suche einen niceen, heißen Cutter, der meine Videos schneiden kann für Geld. Meldet euch bei mir, wenn ihr Interesse zeigt und mich 24/7 für mich arbeiten wollt. Haut rein. Ciao. Warte mal, was jetzt? Also habe ich jetzt einen öffentlichen Tweet gemacht, wo ich einen Cutter suche, oder habe ich den privat angeschrieben oder beides? Entscheid dich! Doppel.de! Doppel.de, ganz wichtig. Ausgesprochen. Ja. So, vor allem, warum sollte ich denn so Tweets machen, genau in der Form, wie ich vor der Kamera gesprochen habe 2012? Ja, Freunde, was geht? Das ist ein Tweet von mir. Und jetzt such ich den Cutter und du könntest der Cutter sein. Ja, hui.
So habe ich diesen Tweet verfasst. Du dachtest, das kommt gut an, so bin ich ein Cutter. Mein Herz fängt an zu springen. Ich bin einfach instant verliebt in dich. Das ist crazy. Instant. Warte mal, ich könnte der Cutter... Liebe auf den ersten Blick ist real. Cutter von Vic werden? Ich setze mich direkt an meinen PC und schreibe ihn an. Ja, also bis jetzt ist alles true. Ich weiß nicht, was meine Fanfiction sein soll. Ja, ja, stimmt. Ist ja Biografie von mir. Aber warte, was genau Biografie. Soll ich ihm schreiben? Biografie, Fanfiction. So schreibst du auch auf WhatsApp, boah, Dento, halt doch die Presse, du musst mich hier doch nicht direkt öffentlich basten. Ich würde mich melden, um Cutter zu werden, oder? Nein, 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 weißt du, was ich wirklich geschrieben habe? Ja. Ich werde deine Erinnerung refreshen. Na, okay, Süßer? Ich bin ready. Habe gehört, du suchst einen strammen und gut aussehenden Cutter. Stramm? Ich schwöre, das war genau so. Ja, und deswegen hast du mich auch angenommen. Warum ein strammen? So, was juckt es mich, ob du strand bist? Hauptsache, du schneidest meine Videos gut so. Nein, nein, nein. Lauchs können das ja nicht. Ah, okay, verstehe. Die haben ja nicht genug Kraft, um die Maus zu bewegen, weißt du? Aber, schreibe ich aus Joken, ja? War nur Joke von mir. Ja. Aus Joke. Jo, Leute, ich habe heute jemanden geblasen, so. Aber aus Joke, bin ich cool? Nur aus Joke. Nur ich finde das halt so funny, dass er das einblendet mit gute Frage, weil ich glaube, ich habe das wirklich ursprünglich davon, ne? Also ich habe irgendwann mal einen Tweet gesehen, wo ein Screenshot war von dieser guten Frage. Ich bin mega hetero, hatte 6 Freundinnen und nie einen Freund, aber habe vor 4 Stunden meinen Freund eine geblasen. Es war nur Spaß. Und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass es nicht schwul sein soll. Er ist halt auch gekommen und naja, ich habe mir Gedanken gemacht und alles. Bin ich jetzt schwul? Es war ja nur aus Spaß. Bro. Das ist ultra funny. So, aber aus Joke, bin ich cool? Nur aus Joke, nur aus Joke. Jedoch statt es zu löschen, schicke ich die Nachricht versehentlich ab. Versehentlich bin ich mit der Maus nach unten auf den Senden. Auf Senden so, hast du auch versehentlich aufgeschickt? Auf Joke? Ich versuche die Nachricht noch so schnell wie möglich zu löschen. Doch Vic hat die Nachricht bereits gelesen und schrieb, warte. Er schrieb. So saß ich da. Oh, Mann. Ich versuchte mich zu beruhigen und trage aus meinem Sonic the Hedgehog Lizenz bei Sega-Tasse. Ja, ganz wichtig, Leute, ganz wichtig. Mm. Ja. Man kann nie genug von Sonic the Hedgehog. Okay, PG Miku, ich habe eine Frage an dich, wenn du schon hier bist. Und zwar, dass du bei jeder Gelegenheit Lizenz bei Sega geschrieben hast. War das ein Joke? Oder dachtest du, sicher ist sicher? Ah, Bro, das war ein Joke. Dachte ich nämlich auch. Aber es wäre noch viel witziger gewesen, wenn du wirklich irgendwie Angst vor Sega gehabt hättest oder so. Lizenz bei Sega. Warum schreibt sie die ganze Zeit Lizenz bei Sega? Als müsste man da schreiben, weil sonst Sega kommt und sagt, nimm diese Geschichte runter. Sega kommt mit so japanischen Ninjas. Die kommen da so mit Samurai und zerstückeln dich, wenn du das nicht sofort runternimmst. Bei der Bio alle Rechte vorbehalten. Ja. Ich glaube, damit hat das zu tun. So. Ja. Sie wollten nicht von Sega gestrikt werden. Der Sega-Chef so, oh mein Gott, ich liebe Iblali. Was für Fanfiction gibt es über ihn? Ich zitter am ganzen Leib und wünsche mir so sehr, dass er jetzt nicht denkt, ich wäre ein Weirdo oder ein Pedo. Pedobär-Anspielung. Jetzt wisst ihr, dass Dylan mich damals gegroomt hat. Ja, ich habe einmal Machtverhältnisse ausgenutzt. Ja, ja. Deswegen. Am schlimmsten war das, als er 14 war. Da hat er mich besonders gegroomt. Weil ihr wisst ja, ich bin erst 7, ne? Schaltjahrtag und so. Oder bin ich schon 8? Ich glaube, ich müsste 8 sein. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, ich bin 8. Ich bin dieses Jahr 8 geworden. Ja, trotzdem Groomer. Immer noch uncool von dir. Deswegen sitzt du auch hier. Naja, Pedo mit 19 wäre schon eine lustige Sache. Voll funny, so Pedos. Voll funny. Aha. Voll witzig, wenn jemand Pedo ist. Ich schwöre, das sagt jemand unironisch auf TikTok. Jähriger mit so einer 12-Jährigen rum. Ja. Voll die lustige Sache, oder? Jedes Mal, wenn wir Videos drehen, müssen wir die Hälfte rausschneiden. Das ist immer so. Das Ding ist, jetzt kommen so ein paar Szenen, wo wir die ganze Zeit lachen. Und das hat einfach damit zu tun, dass wir sehr fragwürdige Dinge sagen, die alle nicht mit reingeschnitten wurden. Also Dylan und ich, wenn wir irgendwelche Videos aufnehmen, wir labern so eine Scheiße und übertreiben komplett unsere Lage und sagen danach, boah, das können wir nicht reinschneiden. Also ich glaube, zwischen der Szene, die man eben gesehen hat, und der hier liegen irgendwie 10 Minuten oder so. Wir haben so viel Scheiße gelabert. Hälfte rausschneiden. Das ist immer so. Nicht jetzt, Dylan. Deine Jokes sind unlustig. Ah, yes. Ah, okay. Dankeschön. Und dann guckt mich Sonic an. Die Sache ist, ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, das rafft man als Zuschauer jetzt auch nicht so. Wir sitzen so am Handy, lesen diese Fanfiction und aus dem Nichts sehen wir das, wie uns das so anguckt. Und das kam das war so out of place, wir mussten uns totlachen, das ging gar nicht mehr. Ich konnte nicht mehr, ich habe geheult. Was ist das denn? Wer ist er? Wer ist er? Das ist die dümmste Tasse, die ich je gesehen habe. Warum ist das? Lass uns weitermachen, ich kann nicht mehr. Was ist denn jetzt überhaupt so lustig? Ich schwöre. Das ist so eine richtige Schule-Situation, ne? Das ist so.
wenn man mit seinem Sitznachbar die ganze Zeit rumlacht und die ganze Zeit krampfhaft versucht aufzuhören, weil man kriegt ja Ärger von der Lehrerin oder dem Lehrer. Und dann lacht man, man kann nicht aufhören und der Sitznachbar sagt das hier. Was ist denn jetzt überhaupt so lustig? Und deswegen muss man noch mehr lachen. Ich schwöre, das ist meine Schulzeit gewesen. Seit einer halben Stunde steht das Wegschreiben. Sollte ich mir Sorgen machen? By the way, ich habe keine Vaterkomplex, sagt der Nachfrage. Ich habe nichts gesagt, das war nur ein Joke. Ich weiß nicht, wie ich reagieren sollte, würde er die Nachricht abschicken? Oder viel eher, wie reagiert er im Moment auf die Nachricht? Wir haben uns das erste Chapter durchgeknappt. Wir haben das erste Chapter geschafft. Das erste ich kann jetzt schon nicht mehr. Ja. Mein Kopf ist so richtig heiß. Ich schwöre. Okay. POV-Weg, Leute. Jetzt kommt meine POV. Boah, ich muss auch sagen, an dem Tag, wo wir das gedreht haben, war es auch übertrieben warm. Ich habe geschwitzt und irgendwie habe ich mich so ein bisschen high gefühlt. Keine Ahnung. Mir war so ein bisschen schwindelig. Keine Ahnung, was da abging. Und deswegen war es noch witziger, weil man einfach in so einem Modus war. Leute, jetzt kommt meine POV. Es funkt. Ja, moin. Ja, moin. Kurz Germi geworden. Sie dachte, Germi. Sie denkt so, Germi. Ich habe so Bauchschmerzen vom Lachen jetzt schon. Ich schwöre, Germi, der kommt ja aus der Schweiz. Aber ich glaube, Germi gehört nach Norddeutschland. Moin, direkt nach meinem... Bro. Erstmal cool bleiben. Okay. Also, ja moin, direkt nach meinem Tweet gab es schon zahlreiche Andreas, Bewerbungen Dankeschön. Für den Posten als Cutter bei mir. Viele der gesendeten Nachrichten waren irgendwelche Kinder. Die nichts checken. Ich schrieb nett. Ich kann mir richtig vorstellen, wie ich da so... Das war übrigens wirklich so. Damals mit einem Kumpel von mir, als wir tatsächlich Cutter gesucht haben, wir saßen da am PC, haben uns die Einsendungen angeguckt und das war wirklich so ein Ding, dass wir gesagt haben, nee, das ist so ein Kid, das nicht checkt, der checkt auch nichts, der checkt ein bisschen was. Höflich danke, aber das passt nicht zu meinem Channel doppel.d. Immer doppel.d. Ganz wichtig. XD ist auch wichtig und Dach und O, großes O. Schüttel den Kopf, guck mal, ich schreib so doppel.d, aber RL bin ich so. No. So werde ich doch niemals eine Cutter finden. Wie soll ich saufen gehen? Guck mal, das war meine alte Wohnung und ihr seht ja hier, hier fahren immer Züge lang. Wie soll ich saufen? Und das Problem ist, die Wohnung war jetzt auch nicht so krass isoliert. Das heißt, nachts hat man diese Züge immer todeslaut gehört. Soll ich saufen gehen und... Hä? Warum weiß die, wie es wirklich war? Ich suche nur einen Cutter, um endlich saufen zu gehen und zu chillen. Is true. Okay, das ist actually funny. It's funny, because it's true. Weitere Nachrichten ploppen auf, jedoch eine Nachricht hat mich direkt gecatcht. So ein Typ namens Steely schreibt, na Süßer, habe gehört, du suchst einen stramm und gut aussehenden Cutter. Die Nachricht... brachte mich zum Schmunzeln. Oh. Und zum Verlegen. Also diese roten Anime-Lines. Wie kann ein Mensch denn nur so direkt sein? Das kenne ich gar nicht. Lief sich auch einfach. Der traut sich aber was, der Mann. Ich versuchte eine Nachricht zu verfassen und wusste aber nicht, wie ich darauf antworten sollte. Die Nachricht hatte mich echt überrascht. So wie Mark Forster sagt. Warum ist jetzt Mark Forster in dieser Geschichte? Oder wie Mark Forster sagt. Beachy Miko hat geschrieben, ich habe meine Fanfiction über dich gelesen, wo du einfach einen Fan adoptierst. Wollte mal was Neues schreiben. Ich schwöre, ich glaube, wir meinen dieselbe. Und dann war dieses Girl, ja, keine Ahnung, ich glaube, die ist irgendwie aus dem Haus geflogen, also von ihren Eltern rausgeflogen und deswegen war sie quasi obdachlos. Und dann war die mit ihrem Longboard unterwegs, ist dann gegen mich geknallt in Köln und ich habe ihr aufgeholfen und gefragt, hey, wollen wir einen Kaffee trinken? Und damit hat das dann so angefangen. Und dann wurde diese Fanfiction richtig merkwürdig. Ja, wir reden nicht darüber. Würde mich geflasht. Ich sollte auf jeden Fall was schreiben, sonst denkt er vermutlich, ich würde ihn hassen oder so. Wahrscheinlich denke ich, du hassen. Du sitzt da so eine Minute, ich habe dir immer noch nicht geantwortet, nach einer Minute und denkst du so, okay, der will mich töten. Ja, Blali mich psychisch gebrochen hat. Kommst du zufällig aus der Nähe von Köln? Ich schwöre, irgendwas in der Art habe ich mal gefragt, weil du tatsächlich in Köln bist. Ja, das stimmt. Ich sag ja, das ist einfach alles real. Ja, Digga. Das ist tatsächlich real. Also ich habe gesehen, also als wir angefangen haben zu schreiben, habe ich gesehen, dass er aus Köln kommt und ich meinte, ah krass, du bist ja aus Köln, wenn du Bock hast, können wir irgendwie fooden gehen. Und ich glaube, ich erzähle das hier eben im Video. Er ist alles real. Schrieb ich und hoffte, dass er hier in der Nähe wohnte. Klar, habe ich Tinder und suche schon seit geraumer Zeit eine Chaya. Eine Chaya? Hä? Stallone. Bist du nicht gay? Stallone, ich geb dir ein Stich, bin der Patron. Nicht in der Geschichte? Ja, aber warum geht es denn direkt um Tinder und um eine Chaya? Suchst du nicht nach dem Cutter? Ja. Hä? Ich hab dich voll verarscht. Guck mal, voll der Vorwand, ne? Blali ist ein richtiger Lügner. Er tut so, als würde er einen Cutter suchen, aber das ist eigentlich nur ein Vorwand, weil er Bock auf Schwanz hat. Ganz wichtig. Ich blase nur so aus Spaß. So, ey, ich suche nicht wirklich einen Cutter, ich suche einfach nur nach einer Chaya. Jedoch hatte mich noch nie eine Person so direkt und heiß angesprochen. Puh, da wird mir ein bisschen heiß. Ich könnte mir jetzt erstmal die Lernung verfolgen. Das mache ich immer, wenn mir heiß wird. Dann gönne ich mir erstmal den hier. Das bist wirklich du. Als ob ich mir so denke, oh, das macht mich gar ganz schön verlegen.
Ich muss ganz dringend einen Lilanen trinken. Als ich wieder zurück von meinem Trip in die Küche kam, blickte ich auf mein Handy, eine Nachricht von Didi. Mein Herz pochte und mein Sa-Bein auch. Ich weiß nicht, ob das bei dir so ist, ne? Aber ich glaube, dieses Girl checkt nicht, dass nicht der Sack das Geschlechtsteil ist, was so eigentlich am Start ist. Weil Statement Pichimiku, checkst du das oder checkst du das nicht? Warte, warum der Sack? Sie sehen jetzt Viktors Weisheiten. Nur, falls ihr es nicht wisst, nicht der Sack pocht. Ja, komme tatsächlich aus Nähe Köln. Ganz wichtig. Wenn du Lust und Zeit hättest, könnten wir uns ja mal treffen. Ich könnte dir dann zeigen, was ich drauf habe. Zwinker. Klammer stell dir mal vor, wir treffen uns, also wir haben uns actually dann getroffen und das war im Hans im Glück, das weiß ich noch. Stimmt, mit Tino. Genau. Ich erzähle es. Das war auch ein cooles Treffen und so, aber hier wird das so verkauft, dass wir uns getroffen haben und du zeigst mir, was du drauf hast. Ja. Ich stell mir das vor, du nimmst dir so einen Laptop und guck mal, wie gut ich kann. Ja. Findest du, dass das gut ist? Ich wusste nicht, ob ich glaube, dass Dylan das in dem Video nicht erzählt hat, aber Dylan, darf ich erzählen, was du gesagt hast, als wir uns das erste Mal getroffen haben und du dann gegangen bist? Dieser ultra goofy Spruch, hau raus. Weißt du, Dylan hatte so einen kurzen Cringe-Moment, also den ganzen Tag richtig cool drauf. Und also er dreht sich so zu mir und sagt so: See ya later, Alligator T24. Und ich so: Aha. Oh mein Gott. Guck mal, das wäre übertrieben. Also wenn sie das eingebaut hätte in die Fanfiction, wäre das ja einfach real. Danach instant gefeuert. Ja, am nächsten Tag habe ich ihn direkt gefeuert. Und dann eine Woche später habe ich ihm nochmal eine Chance gegeben. Ich habe ihm gesagt, nie wieder so eine Scheiße. Und dann wurde er mein Cutter offiziell. Ich stell mir das vor, du nimmst dir so einen Laptop und guck mal, wie gut ich kann. Ja. Findest du, dass das gut ist? Ich wusste nicht, ob er mich jetzt prankt wie ein Leo Mascher oder mich zerstören möchte wie ein Mimi. Das sind so die zwei Optionen. So, entweder er prankt mich oder er zerstört mich. Ja, und das auch so richtig 2021. Nice, hättest du morgen Zeit? Ich lade dich in meine Hood ein. Yeah. Hey, wir wohnen doch beide in Köln. So. Ich lade dich in meine Hood ein, auch wenn er aufgeht. Ich sage so, yo, kommst du aus Köln? Ja, tue ich. Okay, cool. Dann lass uns treffen. Ich lade dich in meine City ein. Okay. Das geht schneller, als ein Match auf Tinder zu bekommen. Aber naja, ich bin halt ein heißer Kerl. Oh, tschüss. Okay, alles klar. Sorry. Kapitel 3, fast bei Halbzeit. Papa wird stolz. POV Dylan. Ein Treffen mit Vic und das schon morgen? Okay, also wir haben jetzt miteinander geschrieben. Es war auch schon so ein bisschen, so low-key horny. Und jetzt steht das Treffen an. Warte mal, warum hat das, oh mein Gott, das Video hat einfach Kapitel. Ich komme gerade auf diese Tatsache absolut nicht klar. Protzi, hat meine Nachricht ihn nicht eher verstört? Oder wieso ist er direkt drauf angesprungen? Ich glaube, es war das Doppelpunkt D, oder? Das war das Zwinkern. Das hat nämlich alles gekillt. Das hat alles gekillt. Ja, gefit. Schick Adresse. Ich komme so gegen Nachmittag. Auch real, weil ich immer so lange schlafe. Safe. Immer noch alles real. Innerlich schrie ich vor Freude, endlich keine Enttäuschung mehr für meinen Vater zu sein. What the fuck? What the fuck? Okay, was ist jetzt los? Okay. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte oder ob es gemein ist. Daraus. Aber manchmal bei diesen Fanfictions habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Fanfiction-Schreiberinnen ihre Vaterkomplexe auf diese Storys projizieren. Ja, ich check, was du meinst. Ja, tut mir leid, Pichimichu, das ist jetzt einfach so. Damit musst du jetzt leben. So. Also, das ist wirklich nicht böse gemeint, aber manchmal kommt das ein bisschen so rüber. Ich legte mich schlafen und schaue mir davor reizende Männer an. Immer. An die gerade einen Boxkampf ausüben. Okay, actually. Okay, ab jetzt immer noch Biografie? Bis jetzt habe ich eine Lüge in diesem ganzen Ding. Mit einem harten Schwabein. Aber zumindest jetzt, was ein Schwanz ist. Sie hat sich so Biologie noch ein bisschen angeguckt, während sie diese Story geschrieben hat. Kurz noch Sexunterricht auf der Schule gehabt. Ja. Nicht Sexualkunde, sondern Sexunterricht. Schlief ich glücklich und voller Freude ein. Am nächsten Morgen renne ich aus meinem Zimmer raus, die Treppen runter und gehe straight zu meinen Eltern, wo ich meinem... Straight, weil er hetero ist, das ist ganz wichtig. Ich finde das so geil, dass Dylans Dad da mitgespielt hat. Die Treppen runter und gehe straight zu meinen Eltern, wo ich meinem Vater mit einem verführerischen Lächeln anstarte. Was? Sweet Home. Why the fuck? Alabama? Saarland? Ab dem Punkt kein Saarlandgeister? Kaffee? Nee, also davor war alles. Was gibt es, mein Sohn? Fragt mich mein alter Herr, während er auf der Couch meiner Mutter lag, die noch schlief. Nachmittags um 15 Uhr. Sie hat auch so einen Scheiß-Schlafrhythmus wie du. Ja, noch schlimmer. Das ist genetisch, müsst ihr verstehen. Irgendwoher kommt's anscheinend. Ich habe heute ein Jobinterview. Naja, mehr oder weniger. AKA Tinder-Date. AKA Sex-Date. Er freute sich mit einem großen Lachen und klapste meiner Mutter auf den Po. Ich schwöre, als ich diese Szene gesehen habe, dachte ich mir, what the fuck? Bro. In dieser Geschichte ist einfach das jeder dauerhaft horny. Insane, wie unangenehm wirklich. Soll ich das im Sketch starten? Ja, du musst deine Eltern fragen. Ey, Papa! Ey, Papa, kannst du das mal kurz, kannst du das für mich abfilmen? Wir drehen ein Video, wo wir auf eine Fanfiction reagieren und kannst du mal bitte
Mama so, du weißt schon, eine Slappen. Woraufhin sie wach wurde. Also das ist Toygun. Mein Sohn wird entweder... Wird er Toygun oder Toygun ausgesprochen? Ich finde, er sieht sehr glücklich aus in dieser Szene. Ich erwachsen. Herrlich. Komm, lass ein Bier trinken auf die gute Nachricht. Jetzt sagt kommt der, das Dümmste überhaupt. Ich wurde doch von meiner Mutter aufgehalten. Oh nein, was kommt jetzt? Kein Bier vor vier, Schatz. Ist das so? Ich schwöre. Warum machen wir das nicht öfter? Props an die Erstellerin, das ja. ist todeslustig. Das ist ja. kein Schreib, ja, ja. Schreib bitte mehr. Er murmelt ja, unverständlich auf jeden und Fall. Sitze sich wieder hin. Ah ja, ich ging aus dem Raum und verschwand im Bad. Was sollte ich eigentlich heute anziehen? Ich besaß keine anderen Klamotten als lizenzierte Sonic the Hedgehog-T-Shirt. Er besitzt einfach nichts anderes. Ey, Digga, das ist so funny. Als ob du nur so blau trägst. Und überall ist Sonic drauf. Vielleicht mag ich mag. Ja. Ey, weißt du, wie ich mir das vorstelle? Als wäre Dylan so ein Überloser, der immer mit so einem Jumpsuit auf die Schule kommt. Also so einem blauen Jumpsuit mit so einer Kapuze. Und diese Kapuze ist einfach so Sonics Gesicht. Und so kommt er immer zur Schule und wird erstmal von allen verprügelt. Und überall ist war ja so. Vielleicht ja. mag er ja den blauen Igel und schippt auch Sonetto. Wer weiß das schon? Schippst du Sonetto? Weiß ja nicht. Ich sprang in die Dusche, wo ich fast... Sonetto ist auch so ein dummer Shipping-Name, dass ich erstmal nicht kapiert habe, was er damit meint. Wo ich fast... Was passiert da? Ich schwöre, du kommst gleich mit Rollstuhl an, wenn es weitergeht. Er suchte mich im Krankenhaus. Beim Kliniker Südring. Ja, da, wo er mitgespielt hat. So voll der runde Kreis. Ich sprang in die Dusche, wo ich fast meinen Rücken brach und genießte eine heiße und geile Dusche. Aber warum überhaupt? Weißt du, er geht in die Dusche und bricht sich fast den Rücken, aber womit? Wie hat er sich das, also wie ist das passiert? Heißt es genießte oder genoss? Genoss, oder? Genoss, glaube ich, oder? Ja. Ich nahm meine Zahnbürste und putzte meine Zähne während dem Duschen. Das gab mir öfters einen Ständer-Time. Auf warum geht es eigentlich die ganze Zeit darum, dass man horny ist? Als 2011. Auf einmal 1936. Als ob das 1936 rauskam. Hey, ja, als ist ja so. Ich mit allem fertig wurde und meinen lizenzierten Sonic the Hedgehog T-Shirt anzog, natürlich mit einer Hose, lief ich schon aus warum der Tür. Warum ist alles lizenziert? Ich weiß es nicht. Guck dir dieses T-Shirt an. Das ist safe nicht lizenziert. Das hat so diesen Vibe von diesem T-Shirt, was ich einmal in einem Iblali-Video getragen habe. Ich bin nicht zu dick, meine Beine sind zu weit. Oh nein, Digga. Das war most... Ich weiß gar nicht, warum ich das so funny fand. Also keine Ahnung, ob das ein Cope war, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich sehr zugenommen habe, oder ob ich das actually funny fand. Das würde nicht mal mein Vater tragen. Boomer-Shirt, was ich jetzt getragen kein habe. Spaß, das sind so T-Shirts. Die Leute, die das in der Schule damals anhatten, wurden unironisch gemobbt. Ey, same. Lief ich schon aus der Tür und begab mich auf die Reise. Noch zwei Chapter. Muss kaufwertig sein. Aber gut, dass das gerade passiert, weil man kann wahrscheinlich. So ein bisschen runterkommen, ein bisschen ausruhen. Ein Schluck trinken aus der lizenzierten Sonic the Hedgehog-Flasche. Kapitel 4. Kopf. Hä? War das zu dem Zeitpunkt, wo du eine Glatze ja, ich dachte schon, oh, guckt euch dieses Bild an. Junge, wer ist das denn? Das ist ja vor allem, wisst ihr, was so ein Cope war? Ich habe meine Haare ja lang wachsen lassen. Ich wollte die so lang haben wie heute. Die Sache ist, ich hatte ja diesen Rasurunfall. Also ich hatte so einen elektrischen Rasierer. Dann hatte ich hier vorne immer so eine Stelle, die nachgewachsen ist. Und ich habe das immer nachrasiert jeden Monat. Und irgendwann bin ich actually ausgerutscht. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Und hatte hier so eine Art Haarloch. Deswegen musste ich alles abrasieren. Ja, die ganze Mühe, meine Haare lang wachsen zu lassen, war dahin. Ich habe immer gesagt, ich habe keine Glatze, ich habe einen Buzzcut. Weil ein bisschen Haare waren halt trotzdem da. Und ich war immer so, nee, das ist keine Glatze, das ist ein Buzzcut. Und ich schwöre euch, es gibt so Bilder von mir, wo ich aussehe wie so ein Überskinhead. Wer ist er? Holy shit. Das war direkt, nachdem mir das passiert ist, ne? Enkelkind Geldbetrüger. Wolfgang Fußball Ultra. Ah, so ein Fußball-Ultra. Ich hoffe, ich sehe nie wieder so aus. Meine Haare jetzt, warte. Ich zeige euch meine heutige Haarpracht. Ah, oh, ich glaube, die sind gerade ein bisschen fettig, aber okay, jetzt liegen die aber ein bisschen scheiße. Okay, die liegen ultra scheiße, weil ich einfach einen Top hatte. Jetzt gerade sind die ein bisschen, ja, scheiß drauf. Dann sehen die jetzt halt so aus. Was ist das? Ich hatte wirklich eine Glatze. Ja. Ich schwöre, das war ein Unfall. Ja, ich erinnere mich. Heute ist es soweit. Ich treffe mich mit Diddy, aka Dylan, aka Kaustik, aka...
Heißer Mann. Ah, heißer ja. Mann. Mein AKA Heißer Mann, wer kennt ihn nicht? Ich räume zum ersten Mal meine Müll auf, ja zum ersten Mal so, weiß ich. Ich hab noch nie in meinem Leben Müll aufgeräumt. Meine armen lilanen Red Bull durch. Es tut mir so leid, aber ich möchte nicht aussehen, als wäre ich abhängig davon. Das wäre ein schlechtes Vorbild für all die Kinder da draußen. Ja. Ja, ich möchte wirklich nicht aussehen, als wäre ich abhängig davon. Weg damit. Auch wenn sie eh nichts checkt. Ich zog mir noch etwas Gescheites an und kämmte mir durch meine Haare. Oh, da war ja was. Ich besitze ja jetzt eine Glatze, verdammt. Würdest du sagen, so, du hättest mal Bock, wieder diese Video zu starten? Aber lass mich kurz überlegen. Nein. Nee, ich polierte also meine Glatze und bereit für Du stehst da so. Ich die so poliere. Als ich gerade noch fertig wurde, klingelte es an der Tür. Okay, Viktor Roth. Okay, mein Nachname wurde gelegt. Oh Gott. Okay, Viktor Roth, du beruhigst dich jetzt. Oder wirst nett und höflich begrüßen. Verkackt ist nicht wie beim letzten Cutter, okay? Was? Oh, du bist nicht der Erste. Yo, Dylan, es tut mir leid, das zu sagen, aber du bist nicht der Erste, Mann. Es gab schon welche vor dir. Mein Bodycount ist höher als eins. Real Life, wie in Real Life. Ja. Es gab ja erst Jan und dann gab es mich, Digga. Und Ansgar. Ich öffnete die Tür und sah einen 1,75 großen Mann. 1,76, goddammit! Mit Haaren auf dem Kopf. Hey, wo sollen die sonst? Chara, vielen, vielen Dank. Mit Haaren am Sack. Mit Haaren am Sack. Bein. Bein. Etwas große Nase. Yo. Habe ich ja noch nie so wahrgenommen. Also ich habe noch nie den angeguckt und gedacht, boah, das ist schon eine große Nase. Boah, lass mich kurz nachdenken. Ja. Boah, das ist schon eine große Nase. Und einen Sonic the Hedgehog, Lizenz bei Sega T-Shirt. Vielleicht mag er ja auch Sonnado. Sonnado. Sonnado, weißt du? Sonnado. Sonnado, wenn du so ausgesprochen. Ich habe einfach mein Sonic-T-Shirt gewechselt. Bro, was ist dieser T-Shirt wirklich? Alles an diesem T-Shirt ist falsch. Peachy Miko, wie hast du überhaupt, also wo hast du überhaupt dieses Bild gefunden? What the fuck? Gerade eben war das auch dieses Weiße. I'm not a player, I'm a gamer. Players get chicks, I get bullied at school. Okay, das ist actually funny. Das Weiße und jetzt habe ich einfach zu Schwarz gewechselt. Warum steht da Harry Potter, warum steht da Obama, warum sieht der Sonic aus wie aus so einem Bootleg-Spiel? Boah, je länger ich dieses T-Shirt angucke, desto mehr will ich dieses T-Shirt. Ich möchte dieses Shirt. Also unironisch, ich habe Bock in diesem T-Shirt zu streamen. Komm herein. Ich hoffe, die Fahrt hierher war nicht allzu anstrengend. Und sagte ich ruhig was und gelassen. Was geht ab, Bad Games? Dankeschön. Weiß, wie nervös ich eigentlich bin. Gott. Damn. Wie kann der Mensch das so gut aussehen? Scheiß auf. Hier deinen Namen einfügen. Also jeder, der das liest. Was? Ist es jetzt auf einmal so, fühl dich selber in diese Story rein? Okay. Warum ist das denn so in der guten Art? Und du so, tschüss. Ja, die Fahrt war angenehm. Hab mir auf dem Weg Dönerbuden Ali gegönnt. Ach, das bin ich? Das bin ich, Digga. Oh mein Gott. Imagine, ich hätte das wirklich gesagt. Ich wäre so reingekommen. Juhu! So ein Überfan, weißt du, ich machst du die Tür auf so. Was geht ab, Bitches? Oh mein Gott. Ich kann so nicht normal reden. Ich rede die ganze Zeit wie diese Al-Bladi-Rolle. Ja, die Fahrt war angenehm. Haben wir auf dem Weg Dönerbuden Ali gegönnt. Solch Klassiker gibt es heutzutage gar nicht mehr. Es gibt einfach keine Klassiker. Nein, weil das so richtig mit Beethoven und so kann das mithalten. Ja, ja. Kurzer Vergleich, Beethoven. Und dann jetzt Dönerbuden Ali. Ja, ich würde sagen, das ist so ungefähr auf einem Level. Kapitel 5, mehr als mein Cutter. Oh, ist das das letzte Kapitel? Leider schon, ja. Oh mein Gott, so das ging ich meine, schnell. Schade, wir hatten so viel Spaß zusammen. Pio wie denn? Scheiße, was zum Fick laber ich da? Ich bin so nervös, dass ich einfach über Dönerbuden Ali geredet habe. Ja, ist immer noch real. Ja, immer noch besser als zu sagen, see you later, Alligator T24. Vic lachte nur und bot mich herein. Ich folgte ihm langsam und beschämt. Er führte mich zu seinem Arbeitsraum, der enorm schön dekoriert ist. Keine Red Bull-Dose lag auf dem Boden und an sich sah alles clean as fuck aus. Hatte er extra für mich aufgeräumt? Mich wundert's, wenn das das letzte Kapitel ist, dass hier keine abgefuckte Ficken-Scheiße kommt. Ja, ich glaube, so, ne? Glaub, das eskaliert einfach am Ende. Der letzte Satz so und dann fickte Victor mich in meinen Arsch. Ist ja so. Sag mal, was du da fasst. Das ist die letzte Aufnahme von Hilf mir. Er sollte so panik wie möglich. Dylan hat einfach mein Statement-Video geschnitten. Die geschnitten werden, jedoch auf deiner Kreativität entsprechend. Also leg los. Du redest einfach immer. Und du so, nachdem du das gesagt hast, genau, ich gebe ihm so eine Mission wie ein NPC, laber einfach halbe Bibel ganzer Hurensohn, dann mache ich jahuhuhui und verschwinde in den Boden. Dylan guckt dann runter und sagt so, hä, wo ist er hin? Und beginnt mit dem Videoschnitt. So hätte man es eigentlich darstellen müssen. So, du guckst nach unten so, hä, wo ist er hin? Wo ist Victor hin? Ich nickte und fing an zu schneiden. Wie mit Adrenalin gespritzt, arbeitete ich fokussiert daran, bis ich fertig wurde. Vic saß gespannt neben mir und trotz, dass er so nah an mir ist, fühlte ich mich ziemlich wohl. Wie soll man sich denn da konzentrieren? Wir schauten uns das fertige Produkt an und Vic lachte. Ha, nicht mal ich schneide so gut. Damn. Scheiß Mandeln.
Das ist unfassbar witzig. Und die Sonic the Hedgehog-Lizenz bei Sega-Anspielungen sind so fucking gut. Ich bin stolz auf dich. Sonic the Hedgehog, in Klammern, Lizenz bei Sega. Das finde ich ja so witzig, ne? Ganz wichtig, auch bei der Bezeichnung Sonic the Hedgehog. Als ob man das wirklich jedes Mal schreiben muss. Also ich glaube, die Person hatte wirklich Angst, Lizenz bei Sega, dass diese Fanfiction von Sega gestrikt wird. Ja. Er klopfte auf meinen Rücken und lächelte mich stark an. So, also das Lächeln. Und das ist stark lächeln. Oh Gott, natürlich habe ich mich da verliebt. Scheiße, nicht jetzt, Schwanz, halt durch. Das denke ich mir immer, wenn ich so im Schwimmbad bin und aus irgendeinem Grund einen Ständer hatte damals. Kennt ihr das? Also viele Typen kennen das, wenn die irgendwie in Situationen, wo sie keinen Dicken haben sollten, einen Dicken haben. Und keine Ahnung, stell dir vor, du bist in der Therme, in so einem Jacuzzi und aus irgendeinem Grund, weil manchmal, ich schwöre euch, also zur Erklärung, weil ich glaube, einige Frauen wissen das nicht. Manchmal bekommt man einfach so einen, obwohl man gar nicht horny ist. Einfach so random. Aber nicht mehr Sack. Es sind wirklich die letzten Sätze, wenn das jetzt noch komplett eskaliert. Aber das eskaliert jetzt komplett. Okay, ja, jetzt geht's los. Habe ich den Job? Fragte ich. Er kam mir näher. Oh nein, jetzt. Sagt jetzt etwas? Nein, jetzt passiert etwas. Okay, ich bin gespannt. Er kam mir näher und gab mir einen homosexuellen Kuss auf die Lippen. Was wäre denn, wenn ich dir keinen homosexuellen Kuss auf die Lippen gegeben habe? Der andere wäre, ich finde es geil, dass der dazu geschrieben hat, homosexuellen Kuss. Ich küsse dich und sag dann, aber eine Homo. Dann wäre es ein heterosexueller Kuss auf die Lippen. Hier, das sagst du dann. Einen Tag später habe ich Dylan einen heterosexuellen Kuss gegeben. Und einen heterosexuellen Blowjob, weil ich danach eine Homo gesagt habe. Ach hier. Habe ich den Job? Ja, hast du. So hast du das auch gesagt. So voll der intensive homosexuelle Kuss. Und dann guckst du so weg. Ja. Ja, schon so. Der gefühlsvolle Boss. Nein. Komm, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Du hast genau vorher gesagt, dass es am Ende noch so eskaliert. Ja. Sie hatte am Ende selbst keinen Bock auf die Fans. Und dachte, okay, ich eskaliere jetzt komplett mit Sex. Und dann ist die Story aber auch vorbei. Dann sind die Kiddies. Klar, Peachy Miko wurde da selber ungeduldig. Zufrieden. Ja. Ich freute mich so sehr, dass meine Hand aus Versehen an seinem... Ja, ich würde sagen, das ist der Punkt. An seinem Schubanz drauf lag. Keine Sorge, das passiert den meisten, lachte er. Das passiert den meisten. Wie, das passiert den meisten? Also mit jeder Person, mit der ich mich treffe, da passiert das halt irgendwie. Ja. Und so begann eine enge Freundschaft. Ah, yes. Eine enge Freundschaft, oder? Wir sahen uns als Freunde und als kurzer Kusspartner, weil wir beide nicht homosexuell sind. Also wir haben literally uns geküsst. Das ist halt der unironische No-Homo. Homosexuell unsere geküsst. Schwänze berührt und dann haben wir am Ende wirklich den No-Homo gemacht. Warte, jetzt ein Kommentar. Hat Dylan eigentlich eine Freundin? Also wirklich die... Und das Ende war einfach wirklich diese gutefrage.de-Frage. Das sind zehn. Die letzten zwei Sätze sind pure Eskalation und dann hört es einfach auf. So, what the fuck? Stell dir vor, du guckst so einen Film im Kino und es passiert die ganze Zeit gar nichts so. Ja. Und die letzten zwei Minuten sind einfach komplett Eskalation und dann kommen die Credits. So hat sich das angefühlt. Ja. Das ist einfach Berserk, der Anime. Ich muss aber sagen, das war schon... Ich glaube, diese Fanfiction muss irgendwann weitergehen oder Peachy Miko muss eine neue Fanfiction schreiben. War schon echt funny. So, das war wirklich also mehr lustig als cringe. Im Real Talk, ich habe lange nicht mehr so gelacht wie heute. Ja, real. Das letzte Mal habe ich so gelacht vor Monaten oder so. Riesenprops an die Schreiberin. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Sau witzig. Viel lustiger, als ich tatsächlich noch gedacht habe. Ja, same. Also ich dachte, das wird nur... Haben wir noch eine zweite Weg? Warte mal, du hast wirklich eine zweite? Ah, hier. Die Macht der Freundschaft. Ich liebe Vic und Dylan. Boah, Dylan, siehst du das? Wir müssen bald mal wieder lesen, oder? Ich glaube, es wird wieder Zeit. Boah, das hat richtig Bock gemacht. Ja,